muss die Rente, die ihren Namen trägt, erweitert werden? Es gibt ja viele verschiedene Vorschläge mit einer Deutschlandrente und so weiter. Wie würden Sie die Rolle der privaten Vorsorge sehen? Also zuerst mal, so eine Sache kann man nicht nur theoretisch angehen. Das setze ich jetzt an dem an, was Bert Rürup sagte, indem er sagt, eine Verteilungsfrage ist keine Frage, die der ökonomisch festlegen kann, sondern eine Niveaufrage. Sondern bei all diesen Fragen muss man auch mit im Kopf haben, was ist politisch machbar? Was kann man bewegen? Und als ich gehe jetzt zuerst mal, was deutlich geworden ist, glaube ich, von beiden Vorträgen ist, die Rücklagenbildung fürs Alter ist bei vielen Menschen völlig unzureichend. Wenn man das erkannt hat, ist die Frage, wie kann man fördern, dass es mehr wird, liegt auf der Hand. Damals, als ich Minister wurde, 1998, gab es außer der PDS keine Partei, die der Auffassung war, bei 20,3% Rentenversicherungsbeitrag könnten wir das über eine Ausweitung der Rentenversicherung machen. War keine Partei. Und im Deutschen Bundestag von Mehrheiten darf man da gar nicht reden. Also hat sich überhaupt nur angeboten, ergänzende Sparförderung zu machen, wenn man sagt, es muss mehr Rücklagen gemacht werden. Und so war eigentlich mein Ansatz, wie können wir Menschen in die Lage versetzen, diese Sparförderung auch zu machen. Und da wollte ich, Sie haben das gerade gesagt, natürlich zuerst mal dieses verpflichtend haben. Obligatorisch ist der schönere Begriff. Aus der Erkenntnis heraus, dass die Notwendigkeit der Rücklagenbildung fürs Alter in der konkreten Entscheidung immer unterliegt gegen die Konsumentscheidung oder der Verpflichtung, bestimmte Leistungen sonst zu erbringen, Schulden abzubauen, Kinder in die Bildung zu schicken und so weiter, was alles wichtig sein kann, unterliegt immer. Und deswegen wollte ich es obligatorisch. Wenn das nicht möglich ist, mit einer Förderung, die so angelegt ist, dass diejenigen, die die geringsten Sparmöglichkeiten haben, die höchste Förderung bekommen. Beispiel. Mir sagte mal in dieser Fernsehdiskussion, sagte mir einer mal, sag mal, denkst du denn wirklich, dass eine alleinerziehende Mutter, die Teilzeit beschäftigt ist, noch in deine Riester-Rente sparen kann? Und ich sagte, dann schauen wir uns die mal an und nehmen an, dass die ein Jahreseinkommen von nur, sage ich mal, 10.000 Euro, also 800 Euro im Monat hat. Dann muss sie, um die gesamte Förderung für dieses Sparen zu bekommen, 60 Euro im Jahr selbst einbringen, hat dann 154 Euro für sich als Sparförderung. Und wenn sie zwei Kinder, zwei Kleine hat, zweimal 300 Euro, also 754 Euro Sparförderung bei 60 Euro eigenem Sparen. Aber die würde ihr dann angerechnet im Alter, wenn sie unter die Grundsicherung Alter. Das ist jetzt wieder so eine Frage, die gibt es seit 2007, kam die hoch. Damals kam ein Fernsehteam zu mir und hat gesagt, Herr Riester, können Sie einigem Geringverdienenden raten, in die Riester-Rente zu gehen? Und ich habe zuerst mal den Hintergrund der Frage gar nicht verstanden und gesagt, natürlich dem am allermeisten. Einmal wird er am stärksten gefördert, was notwendig ist. Zum Zweiten hat er auch die geringsten Rücklagen, wenn er Geringverdienender ist. Ja, genau, das ist es ja. Wenn der anschließend dann in die Grundsicherung fällt, die zu diesem Zeitpunkt von mir erst angedacht, aber noch nicht da war, dann wird ihm das ja angerechnet. Und er hat gesagt, ja, das ist ja eine putzige Argumentation. Grundsicherung, früher Sozialhilfe, ist die Existenzsicherung, die bei Bedarf jedem seit 1961 zusteht. Aber immer als nachrangige Förderung. Es muss natürlich immer geschaut werden, was hat er denn Einkünfte? Und wenn das gilt, dass das unsinnig ist, die Riester-Rente dann zu machen, dann muss ich sagen, dann ist auch unsinnig, als Geringverdiener die Rentenversicherung einzuzahlen. Denn jeder Euro Rente mindert ja, hart gesagt, deinen Sozialhilfeanspruch. Also da sehen wir, welche Perversion in dieser einfachen Frage, die dann über die Medien hochgezogen worden ist. Das müssten wir dann sagen.